Ja, meine Freunde, was geht? Und wir regeln heute auf, wie die größten TikTok-Stars der Welt oder 2021 zu leben. Ich bin sehr gespannt und das ist ein neues Video auf diesem Channel. Abonniert gerne unseren Kanal, kostenlos, und schaut auch gerne auf Instagram und TikTok vorbei. Und los geht's. Die TikToker Khaby Lameh, Bella Porch oder Hasbullah Magomedov. Das ist der Kleine. Kaum jemand. Mittlerweile sind sie allerdings zu den größten Stars auf ganz TikTok geworden. Oh ja. Generell ist keine Social Media Plattform so schnelllebig wie TikTok. Wer gestern noch unbekannt war, kann schon heute ein Star mit Millionen von Followern sein. Und genauso schnell ändert sich natürlich auch das Leben der TikToker, die plötzlich im Hype sind. In diesem Video zeigen wir euch deshalb, wie die aber ist auch, ja, den kennen wir noch. Privatleben. Also bleibt unbedingt dran. Bin sehr gespannt. Wissenswert. Beginnen wir direkt mit Dixie D'Amelio. Die ältere Schwester. Die wohnt im Eclipse Tower, wenn ihr das in GTA kennt. Ich glaube, das ist der Eclipse Tower. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber ich bin sehr gespannt. Mit Noah Beck zusammen. Charlie D'Amelio konnte zwar schon früh vom Ruhm ihrer Schwester profitieren und sich so eine eigene Followerschaft aufbauen. In diesem Jahr ging ihr TikTok-Account aber so richtig durch die Decke. Durchschnittlich gewinnt Dixie D'Amelio aktuell nämlich unglaubliche 800.000 Follower jeden Monat dazu und hat mittlerweile insgesamt 55 Millionen Abonnenten. Die 20-Jährige ist aber nicht nur auf TikTok erfolgreich, sondern verdient auch mit der D'Amelio Show, einer Doku-Serie, in der sie gemeinsam mit ihrer Schwester und ihren Eltern auftritt, gutes Geld. Auch an Werbedeals mit Unternehmen wie Hollister und eigenen Songs verdient Dixie kräftig. Auf jeden Fall. Vermögen wird mittlerweile auf 3 Millionen Dollar geschätzt. Fett. Privat hat die TikTokerin ihr Liebesglück mit dem TikToker Noah Beck gefunden. Wenn sie gerade mal nicht arbeitet, treibt Dixie außerdem gerne Sport, fährt Fahrrad und spielt Golf. Aus dem Haus ihrer Familie ist Dixie mittlerweile übrigens ausgezogen und lebt nun in einem Apartment, in dem fast die gesamte Einrichtung komplett in Weiß gehalten ist. Als nächstes kommen wir zu Nathan. What? Man sieht gar nichts, man sieht nicht mal das Haus. Da steht doch, so leben die größten TikToks. Wie, Mann? Man sieht doch gar nichts. Einem Das ist der Willerman, dessen ganzes Leben durch TikTok auf den Kopf gestellt wurde. Nachdem der 26-Jährige im letzten Dezember nämlich seine Version des Seemannsliedes The Wellerman auf TikTok hochlud, löste er einen weltweiten Hype. Dem griffen tausende andere TikToker seinen Song auf und nutzten ihn für ihre Videos. Nathan bekam einen Plattenvertrag, landete mit dem Song in Ländern wie England, Deutschland, Norwegen oder Holland auf Platz 1 der Charts und konnte so sogar seinen Job kündigen. Mittlerweile hat Nathan noch diverse andere Lieder veröffentlicht und tritt weltweit in TV-Shows auf. So schnell kann es gehen? Geschätzt verdient er aktuell über 20.000 Dollar monatlich. Und diese Einnahmen möchte der Schotte nun in ein eigenes Haus investieren. Obwohl Nathan seinen kompletten Erfolg einem Seemannslied verdankt, wird er selber übrigens tatsächlich sehr schnell seekrank und könnte somit niemals selber sehen. Das ist natürlich auch die Tugend, ich meine, du hast ein Seemannslied und dann wirst du seekrank, wenn du, keine Ahnung, 5 Minuten am Meer bist. Also das ist echt Touché. Mann werden. Weiter geht's mit Hasbullah Magomedov, das ist der kleine, dem 18-jährigen Social Media Star aus Russland, der eigentlich aussieht wie ein 5-jähriger Junge. Hasbullah leidet unter einer unheilbaren Krankheit, die verhindert, dass er weiter wächst. Geistig ist der Russe aber genauso entwickelt wie jeder andere Teenager auch. Nachdem seine Videos im Internet viral gingen und er zum Star wurde, genießt Hasbullah sein Leben in vollen Zügen. Sein Vermögen wird mittlerweile auf mindestens 200.000 Euro geschätzt. Und der nur 1 Meter große Star liebt es, in schnellen Sportwagen unterwegs zu sein, Kampfsport zu betreiben, in exklusiven Restaurants zu essen und als gläubiger Muslim den Koran zu studieren. Mittlerweile lebt Hasbullah in einem luxuriösen Apartment in Russland mit bodentiefen Fenstern und einem Blick auf die Landschaft. Er treibt zudem täglich Sport und trainiert seinen Körper. Auch sein größtes Idol, der Ex-UFC-Fighter Khabib Nurmagomedov, dem er nacheifert, konnte Hasbullah dank seines plötzlichen Rufs. Dieser Homunkelbart ist einfach. Ich meine, Khabib ist. Wer nicht kennt, ich meine, dieser Bart.
Und das, er durfte auch schon mit ihm zusammen trainieren. Und natürlich die Ohren. Die beiden gehen sogar mittlerweile regelmäßig gemeinsam essen. Best Buddies jetzt auf einmal. TikToker, der in diesem Jahr durchgestartet ist wie kein zweiter und dabei sämtliche Rekorde gebrochen hat. Die Rede ist von Khaby Lame, der in seinen Videos vor allem nutzlose Lifehacks parodiert und so mittlerweile unglaubliche 113 Millionen Follower auf TikTok hat. Auch für Khaby selbst der kam bei der Ruhm Charlie. Völlig unerwartet und stellte sein gesamtes Leben innerhalb kürzester Zeit auf den Kopf. Der gebürtige Senegalese, der in Italien in ärmlichen Verhältnissen aufwuchs, war nämlich noch im letzten Jahr ein einfacher Fabrikarbeiter. Als er dann aufgrund der Pandemie seinen Job verlor, langweilte er sich in der Sozialwohnung seiner Eltern, in der er übrigens heute er wohnt immer noch in der gleichen Wohnung. Fing dort an, das ist ja ein Wahnsinn. Mittlerweile wird sein Vermögen auf 1 bis 2 Millionen Dollar geschätzt. Und auch neben seiner TikTok-Karriere läuft es privat sehr gut. Noch immer noch die gleiche Freundin? Ja. Mit Saira Nucci, die er zum ersten Date in ein McDonald's ausgeführt hatte, hat er nämlich seine große Liebe gefunden und führt nun eine glückliche Beziehung mit ihr. Khaby verfolgt zudem seine Social-Media-Karriere weiter und will seiner Mutter eines Tages ein Haus schenken. Das ist safe possible. Ist der TikToker im Gegensatz zu vielen anderen in diesem Video aber trotz seines Ruhmes sehr bodenständig geblieben und fällt überhaupt nicht durch einen luxuriösen Lebensstil auf. In einem Interview... Sachen Wahnsinn, oder? Ich meine, der hat mit Abstand die meisten Abonnenten von den allen, also natürlich Charlie, aber trotzdem, und der ist am normalsten geblieben, nicht abgehoben, nichts. Erklärte er einmal, dass er schon vorher sehr glücklich war und dass sein Erfolg daran gar nichts geändert habe. Weiter geht's mit einer TikTokerin, die es ebenfalls aus armen Verhältnissen ganz nach oben geschafft hat, und zwar Bella Porch. Die gebürtige Filipina hatte ihren Durchbruch auf TikTok mit einem Video zum Song M to the B von Millie B, das dann zum erfolgreichsten Video wurde, was es auf der Plattform jemals 15,7 gab. 15,7 Millionen, ach, nicht schon wieder. Nicht schon wieder! Man kann es nicht mehr hören. Lange Zeit war Bellas Leben allerdings, wie bereits erwähnt, alles andere als glamourös. Ganz im Gegenteil, sie wuchs als Kind in Armut auf, wurde dann von ihren Adoptiveltern misshandelt und immer wieder davon abgehalten, ihrem Hobby, der Musik, nachzugehen. Sie nahm schließlich sogar einen Job beim Militär an, um so vor der Familie zu fliehen und endlich etwas freier zu sein. Mit ihrem TikTok-Erfolg änderte sich dann jedoch alles. Mittlerweile kann Bella sich voll ihrem Hobby widmen und nachdem sie mit Build a Bitch ihren ersten eigenen Song herausbrachte, wurde dieser auch direkt zum Mega-Hit, der weltweit in den Charts landete. Ihr Vermögen wird mittlerweile auf etwa 1,5 Millionen Dollar stabil geschätzt. Bella Porch genießt ihre neue Freiheit zwar, aber sie hat nie vergessen, woher sie kommt und engagiert sich so privat gegen anti-asiatischen Rassismus und versucht jungen Mädchen Hoffnung zu geben. Traurig, oder? Ich meine, anti-asiatischen Rassismus, dass es sowas wirklich gibt. Ich meine, das sind alles Amerikaner, versteht ihr? Geben, indem sie ihnen klar macht, dass sie in Ordnung sind, so wie sie sind. Laut eigenen Angaben ist der Star zudem übrigens aktuell Single. Als letztes kommen wir noch zu Zach King. Ach, der 31-jährige Amerikaner ziemlich cool. Eigentlich schon ein alter ja, YouTube auf jeden in den Fall. Sozialen Medien. Bereits 2011, also vor 10 Jahren, feierte er seine ersten großen Erfolge auf YouTube. Später wurde er dann sehr populär auf der mittlerweile nicht mehr existierenden Plattform Vine. Und bereits seit 2014 hat er sein Hobby zum Beruf gemacht. In all diesen das ist echt Jahren ein Wahnsinn. Hat er über 10 Millionen Abonnenten auf YouTube. TikTok hat er auch 50 oder so oder 70. Zahl ist. Mit TikTok sollte seine Bekanntheit aber dann innerhalb kürzester gut Zeit gut gemacht. Man sieht. Hier gelang es Zach nämlich in die Liste der da, erfolgreichsten 65 TikToker Millionen weltweit ein Wahnsinn. Und mit mittlerweile etwa 64 Millionen Followern hat er hier nun fast 6-mal so viel das Follower echt, das wie ist auf echt echt coole Videos. Mega gut gemacht. Zachs lustige Clips werden auf der ganzen Welt gefeiert. Und da er diese gut monetarisieren kann, soll er aktuell unglaubliche 25.000 bis 41.000 Dollar pro einzelnen TikTok-Video einnehmen. Sein Gesamtvermögen wird auf 6,5 Millionen Dollar geschätzt. Obwohl der TikTok-Star natürlich auch viel arbeitet, genießt er auch sein Privatleben. Er ist bereits seit Jahren mit seiner Frau Rachel verheiratet, mit der er
ein gemeinsames Kind sowie ein zweites Adoptivkind hat. Die Familie lebt in einem über 500 Quadratmeter großen Haus mit 4 Schlafzimmern, 4 Bädern und einem riesigen Grundstück. Das 3,5 Millionen Dollar teure Anwesen ist außerdem unter anderem mit einem Billardtisch, den kann sich jeder Mensch kaufen um 500, 600 Euro, also sorry, aber cool, das ist ja kein Luxus. Und einem gemütlichen der Feuerplatz ist schön. Im Außenbereich ausgestattet. Bei 3 Millionen auch auf jeden Fall ist das, Video über das Privatleben ganz schön okay. Größten Stars von TikTok in diesem Jahr. Lasst uns doch mal in den Kommentaren wissen, welchen dieser TikToker ihr persönlich am meisten feiert. Ich muss sagen, Sash King ist schon ziemlich cool, aber auch KBLM natürlich mega. Weil, wer ist euer Lieblings-TikToker aus dieser Liste oder generell? Schreibt es gerne in die Kommentare, abonniert unseren Channel unbedingt gerne und wir sehen uns hoffentlich morgen oder später auf TikTok nochmal. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und ciao.